Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Blossom Gottschild, Föderation des Lichts, vom 14. April 2024. Übersetzt von Emmy X. Guten Morgen. Nun, obwohl ich die Sonnenfinsternis hier in Australien nicht erleben konnte, kann ich sicherlich die Veränderung der Energie spüren und es fühlt sich wirklich gut an. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur mir so geht. Es scheint ein verstärktes Gefühl des Wohlbefindens zu geben. Fühlt sich gut an. Guten Morgen, Blossom. Und an alle, die sich an diesen erbaulichen Gesprächen erfreuen. Es ist tatsächlich so, dass ein Gefühl des Wohlbefindens an der Tagesordnung ist, und denjenigen, die es noch nicht finden, können wir versichern, dass es kommen wird. Bei einigen mag es etwas länger dauern, bis sie sich den alten Denkmustern und festgefahrenen Schleifen sich wiederholender Verhaltensweisen gegenüberstellen und sie loslassen können. Doch wenn wir sagen, gegenüberstellen, meinen wir einfach, sie anzuerkennen und dann loszulassen. Wisse auch, Blossom, dass diese höheren Energien nicht nur die menschliche Spezies auf eurem Planeten betreffen, sondern alles, was auf und in ihm wohnt. Das ist in der Tat eine gute Nachricht, denn es erlaubt die Beschleunigung des göttlichen Plans, damit sich dieser präsentieren kann. Beachte Folgendes: Das, was vorher war, ist gegangen. In diesem Sinne, sofern du es wählst, kannst du einen Neuanfang machen. Lasse alte Verfolgungen und Verwirrungen los. Lass diese neueren, höheren Energien dein Sein mit frischen Anfängen erfüllen. Gib dir selbst Aussagen darüber, wie freudvoll dein Leben von diesem Moment an sein wird, und lass nichts anderes zu. Weißt du, Blossom, und viele von euch sind sich dessen bewusst, dass jeder, der sich freiwillig gemeldet hat, in dieser erhöhten Zeit auf dem Planeten Erde zu sein, hierher gekommen ist, um die Schwingung zu verändern, um die Art und Weise zu verändern, in der es geschehen ist. Diejenigen, die die Dinge so lange aus rein egoistischem Gewinn und Genuss gelenkt haben, haben die Liebe, die ist, missbraucht. Sie haben einem jeden von euch das Recht genommen, glücklich zu sein. Das ist ganz schön heftig. Dennoch weiß ich, was ihr meint. Blossom, glücklich zu sein ist dein Geburtsrecht. Glaubst du, dass das Leben auf eurem Planeten für Elend und Vernachlässigung und tausend andere negative Inszenierungen und Szenarien, die man ertragen musste, vorgesehen war? Der freie Wille hat die Menschheit auf einen Weg geführt, der sich auf eine Weise ausgebreitet hat, die nicht hilfreich war. Dennoch kann man das als Geschichte des Lebens betrachten. Und wenn sich dieses Böse nicht selbst präsentiert hätte, gäbe es vielleicht jetzt nicht den Antrieb, dass man nicht nur etwas, sondern alles gibt. Sich so gut zu fühlen, ist eine gute Sache. Die Erfahrung, dass man sich auf diese Weise gut fühlt, bedeutet, dass man den Wünschen seines Herzens folgt. Und es steht außer Frage, dass man den Wünschen seines Herzens folgen muss. Denn dadurch wird man zu den höheren Pfaden geführt, auf denen so viel mehr von dem liegt, wonach die Seele gestrebt hat. Ich sehe einen Aufzug. Ich nehme an, das bedeutet, dass wir alle eine Etage höher gefahren sind. Das Niveau, das jeder Einzelne erreicht hat, hängt in hohem Maße von der Einstellung und der Entschlossenheit ab,
die Welle zu reiten. Interessant, denn obwohl ich mich so gut fühle, habe ich auch Gedanken wahrgenommen, die versuchen, mich aufgrund der Umstände herunterzuziehen. Und doch halten sie nur ein paar Sekunden an, bevor ich sage, nö, weg damit. Es scheint Hoffnung in der Luft zu liegen. Wir haben einmal gesagt, dass es sinnvoll ist, das Wort Hoffnung durch Wissen zu ersetzen. Wenn man auf etwas hofft, bleibt man auf dem Hoffnungsförderband. Man dreht sich im Kreis und hofft weiterhin, dass sich etwas ändern wird. Doch etwas zu wissen ist eine beschlossene Sache. Es geht einfach darum, dass alles im Einklang ist, damit dieses Wissen im perfekten göttlichen Timing von allem, was ist, auftaucht, im Rahmen dieses Spiels. Wir verstehen, dass es für viele schwierig ist zu akzeptieren, dass man in einem Spiel lebt. Man fragt sich, wie es so trivial ein Spiel genannt werden kann, wenn so viel Leid ertragen wird. Lasst uns jedem versichern, du bist in einem Spiel. Vielleicht denkt ihr, dass es nicht die Art von Spiel ist, die ihr zu spielen gewohnt seid, und doch spielt ihr es schon seit Tausenden von Jahren. Und du hast dich viele Male dafür entschieden, zurückzukehren, nachdem du deine »Du kommst aus dem Gefängnis frei«-Karte gespielt hattest. Denn ihr seid, nachdem ihr es verlassen habt, so begierig darauf, wieder hineinzukommen. Jedes Mal, wenn ihr zurückkehrt, kommt ihr mit neuer Entschlossenheit, es richtig machen zu wollen, um die Hindernisse zu überwinden. Es ist ein bisschen wie bei den Spielen, die ihr auf eurem Planeten spielt. Wenn es nicht klappt oder ihr seht, wie ihr es mit einer anderen Taktik zum Funktionieren bringen könntet, gebt euch das den Anstoß, es noch einmal zu versuchen. Es auf diese Weise zu versuchen, statt auf jene. Ihr seid so erpicht darauf, zurückzukehren, um es noch einmal zu versuchen. In diesem Fall, in diesen Zeiten, habt ihr in vergangenen Leben so viel von euch gegeben, um die nötigen Erfahrungen zu sammeln, um für das, was kommen wird, bereit zu sein. Das ist der Grund, warum ihr ausgewählt wurdet. Etwas, das ihr mir vielleicht beantworten könnt. Wenn ihr sagt, wir wurden ausgewählt, bedeutet das, dass jeder auf dem Planeten, der jetzt hier ist, ausgewählt wurde, um jetzt hier zu sein? Ja. Das kam sehr deutlich zum Ausdruck. Ja, ja, ja. Doch so viele sind noch nicht erwacht. Und es wäre wirklich hilfreich, wenn ihr Alarm ausgelöst werden könnte, damit sie die bereits erwachten Menschen unterstützen. Aber Blossom, erkennst du das nicht? Sie helfen bereits. Eine Erläuterung dieser Aussage wäre nicht verkehrt. Jeder, der sich zu diesem Zeitpunkt auf eurem Planeten befindet, hat zugestimmt, in der Funktion, in der er hier ist, anwesend zu sein, damit der Plan genau wie geplant abläuft. Sei nicht besorgt, ihre Alarme sind eingestellt. Betrachte es vielleicht auf diese Weise. In eurer Welt werden Computervideospiele so geschrieben, entworfen und programmiert, dass viele verschiedene Szenarien durchgespielt werden können, je nachdem, welche Entscheidungen der Spieler trifft und welche Tasten er drückt. Für jedes Szenario sind viele verschiedene Ausgänge programmiert, damit das Spiel nicht langweilig wird. Dennoch muss es einen Weg geben oder viele Wege, an denen das Spiel endet. Ist unser Spiel zu Ende? Nein. Na dann? Stimmt es nicht, dass es nach Abschluss eines Computerspiels nicht lange dauert, bis das Nachfolgespiel auf den Markt kommt? Mit komplexeren Szenarien und einer deutlichen Steigerung der Grafik und des technischen Geschehens. Das Spiel des Lebens kann nicht enden, Blossom.
Das Leben kann nicht enden. Das Leben ist immer am Leben. Selbst wenn du, wie du es nennst, tot bist, bist du immer noch lebendig. Du erlebst das Leben nur auf eine andere Art und Weise und an einem anderen Ort. Würdet ihr also sagen, dass das Leben ein Spiel ist, das überall gespielt wird? Oder ist es nur unser Planet, auf dem dieses Spiel stattfindet? Sind wir nicht in einem Hologramm? Was ich allerdings nicht verstehe. Sind andere Planeten in einem Hologramm? Du hast dich hier auf ein komplexes Thema eingelassen, Blossom. Auf geht's. Das Leben ist ein Spiel, geschaffen durch das Leben selbst. Leben ist Liebe. Die Liebe hat das Leben erschaffen. Darf ich es wagen und fragen, wie? Weil Liebe alles ist. Es gibt nichts anderes. Und natürlich könnte man fragen, wer, was hat die Liebe erschaffen? Es war immer und wird immer sein. Es ist. Darauf gibt es keine Antwort, Blossom. Du musst akzeptieren, dass die Liebe das Sein von allem ist, was ist. Sie kann in keiner anderen Form erklärt werden. Also, das Leben, um gelebt zu werden, muss werden. Die Liebe kann sich selbst nicht erkennen, wenn sie keinen anderen Ausdruck von sich selbst hat als ihre Istheit. Deshalb schuf die Liebe das Leben, das größte fortlaufende Spiel, das je war und je sein wird. Ein Spiel, um mehr über sich selbst herauszufinden, indem es Schöpfer erschafft, um zu erschaffen. Wie kann das jemals enden? Man kann die Liebe nicht in die Luft jagen oder auslöschen. Durch die Liebe, die es dem Leben erlaubt zu existieren, kann es sich immer weiter ausdehnen und wird dies auch immer tun. Das Leben kann niemals rückwärts gehen, es kann nicht schrumpfen. Dieses Hologramm, in dem er auf der Erde spielt, wurde also geschaffen, um das Spielfeld zu sein, auf dem ihr experimentieren könnt. Im Falle eures Planeten mit dem freien Willen. Gibt es auf anderen Planeten einen freien Willen? Es gibt viel zu viele Planeten und Lebensräume, als dass man jeden einzelnen kategorisieren könnte und wie sie existieren. Einige Räume arbeiten innerhalb eines kollektiven Bewusstseins. Sie haben sich genug entwickelt, um ein Verstand zu sein, in, als, von, durch Liebe. Und deshalb sind alle mit dem Verhalten des Lebens einverstanden und das eigene Verhalten entspricht dem. Andere arbeiten auf eine Art und Weise, die nicht den denkenden Verstand beinhaltet, wie ihr ihn kennt. Und die Ziele der Erfüllung haben einen ganz anderen Klang im Vergleich zu dem, was ihr kennt. Liebste Blossom und ihr alle, selbst wenn wir dazu in der Lage wären, würde es Äonen eurer Zeit in Anspruch nehmen, euch mit all dem vertraut zu machen, was dort draußen und drinnen ist. Denn alles, was gedacht wurde und existiert, ist. Und alles, was noch nicht gedacht wurde, ist ebenfalls in der Existenz und wartet darauf, in den Gedanken erkannt zu werden, die ihm erlauben sollen zu werden, obwohl es bereits existiert. Her mit den Pillen. Du scherzt mit uns, und doch tief in deinem Inneren weiß dein Sein, deine Wahrheit, genau wovon wir sprechen. Nun, ob das so ist oder nicht, es macht keinen Unterschied. Denn hier bin ich in diesem Moment des Jetzt auf dem Planeten Erde und spiele dieses Spiel. Und das ist der Ort, wo dieser Aspekt von mir seinen Fokus hat. Was die anderen vielen, vielen Aspekte von mir angeht,
die anderswo ein Spiel spielen, an vielen, vielen verschiedenen Orten, so überlasse ich es Ihnen, sich darauf zu konzentrieren. Eine sehr weise Entscheidung, Blossom. Ich weiß. Danke, dass ihr euch uns wieder einmal angeschlossen habt. Es ist immer ein Vergnügen, in eurer Gesellschaft zu sein. Wir glauben, du sagst Dito. Glaubt es nicht, wisst es. Ich werde schon bald schweben können. Es braucht nur den Geist, um die Materie zu überwinden. Sehr gut beantwortet. Es gibt absolut Sinn. In liebevollem Dienst, ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.